nachdem Sie mich ja letztes Mal schon, also dann länger gesehen und gehört haben, als das eigentlich erwartet war, werde ich mich jetzt auch nur ganz kurz halten. Zunächst, ich möchte mich nochmal entschuldigen dafür, dass es beim letzten Mal nicht geklappt hat. Wir haben mittlerweile gehört, dass es bei unserer Plattform ein Update gegeben hat und da hat sie sich dann mit dem Browser irgendwie gespießt, aber ich klopfe auf Holz, diesmal dürfte alles funktionieren. Für die, die es jetzt so kurzfristig nicht geschafft haben, werden wir das Webinar im Nachhinein auf unserer Webseite zum Nachsehen zur Verfügung stellen, auch wie immer. Und die Fragen, die beim letzten Mal schon gekommen sind, habe ich natürlich an die Gerlinde Koller-Steininger schon weitergegeben. Aber jetzt schon genug von mir. Ich übergebe jetzt an unsere Expertin, die Gerlinde Koller-Steininger eben von Natur im Garten. Also herzlich willkommen und vielen Dank auch, dass Sie so kurzfristig nochmal unserer Einladung gefolgt sind. Ja, herzlichen Dank für die Einladung natürlich und auch von mir ein herzliches Grüß Gott aus dem Natur im Garten Kompetenzzentrum auf der Garten Tulln. Ja, ich freue mich, dass ich heute bei unserem Partnerbetrieb Multikraft ein kleines Webinar zum Thema Maulwurf und Wühlmaus machen darf. Und bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchte auch ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Gerlinde Koller-Steininger. Ich bin von der Ausbildung her Landschaftsplanerin und Pflanzenwissenschaftlerin und ich arbeite jetzt schon gut 2,5 Jahre bei Natur im Garten und bin im Bereich Beratung und Wissensvermittlung tätig. Ja, und für alle, die vielleicht noch Natur im Garten nicht so gut kennen, möchte ich unsere Organisation auch kurz vorstellen. Und zwar Natur im Garten, uns gibt es schon seit 1999. Und ja, das Ziel ist einfach, das naturnahe, das ökologische Gärtnern auch wieder mehr zu forcieren. Gestartet haben wir in Niederösterreich. Vielleicht kennen viele von Ihnen auch diese schöne Plakette, die man oft an den Gartenzäunen sieht. Wir sind mittlerweile gewachsen. Wir sind über die Landesgrenzen hinaus schon vertreten. Das heißt, wir sind mittlerweile in ganz Österreich tätig und auch in unseren Nachbarstaaten, also auch in Teilen von Deutschland, auch in Liechtenstein, in der Schweiz, in Südtirol, in Tschechien und in der Slowakei. Ja, was ist nun das Ziel von Natur im Garten? Also viele Gärten sehen vielleicht so aus wie hier auf dem Bild. Man hat eine schöne Kräuterrasenfläche, man hat einen großen Laubbaum, man hat vielleicht auch noch eine schöne grüne Hecke. Hier fehlen einfach Strukturen, damit sich Tiere ansiedeln können. Also sie haben da keinen Lebensraum nicht, sie haben kein Unterschlupfnetz, sie finden auch keine Nahrung. Ich zeige Ihnen jetzt im Vergleich ein anderes Bild, und zwar von einem Natur im Garten Schaugarten. Und Sie merken schon, wie viel Struktur einfach da drin ist. Also es ist eine lebendige Vielfalt, kann man sagen. Hier finden zum Beispiel Insekten Pollen in den verschiedenen Blüten. Sie finden hier unterschiedliche Sträucher, wo Vögel brüten können. Das Laub darf zum Beispiel hier auch über Winter liegen bleiben, sodass sich Insekten hier gut überwintern können. Und sie haben auch verschiedenste Standorte auch. Also sie haben hier einen Schwimmteich zum Beispiel, wo sich auch verschiedene Wassertiere ansammeln können. Also es geht im Prinzip um diese Vielfalt, die leider in vielen Gärten verloren gegangen ist. Wir sind aber nicht nur in den privaten Gärten zu Hause, sondern natürlich auch in den öffentlichen Grünräumen. Und mittlerweile pflegen über 200 niederösterreichische Gemeinden nach den Natur im Garten Kriterien. Und Sie sehen, auch das Straßenbegleitgrün muss nicht immer ein Schotterbeet sein oder mit Wiese, sondern auch da kann man sehr vielfältig arbeiten. Sie sehen hier unterschiedliche Stauden, teilweise Gräser und auch Rosen. Und man geht auch mittlerweile auch weg von diesem Wechselflor mit den Sommerblumen hin zu beständigen, dauerhaften Bepflanzungen. Ja, ich habe es kurz angesprochen, unsere Natur im Garten Kriterien sind einerseits diese unterschiedlichen Natur im Garten Elemente, aber wir haben drei ganz große Kernkriterien.
Das ist einerseits, wir verzichten natürlich auf chemisch-synthetische Düngemittel in unseren Gärten und auch in den öffentlichen Grünräumen. Das hat den Hintergrund, dass durch diese chemisch-synthetischen Düngemittel oft sehr stark stickstofflastig sind. Stickstoff wird auch sehr schnell ausgewaschen in tiefere Bodenschichten und Stickstoff wird auch gleich von der Pflanze aufgenommen und es wird ein sehr mastiges Wachstum, was dazu führen kann, dass natürlich die Pflanzen dann auch wesentlich schneller anfällig auf Schädlinge und Krankheiten sind. Des Weiteren verzichten wir natürlich auch auf chemisch-synthetische Pestizide, außer die, die in der EU-Bio-Verordnung zugelassen sind oder dem Natur- und Gartengütesiegel entsprechen. Die können natürlich angewendet werden, sollten aber schon auch als Mittel allerletzter Wahl betrachtet werden. Es gibt ganz viele Maßnahmen, die ich schon im Vorhinein setzen kann, damit es gar nicht so weit kommen muss. Und wir gärtnern natürlich auch ohne Torf. Einerseits natürlich zum Schutz unserer Moore, andererseits aber auch zum Schutz unseres Klimas. Und zwar im Moor ist sehr viel CO2 gespeichert und mit dem Abbau wird natürlich auch dieses CO2 wieder freigesetzt. Und wenn Sie was Gutes tun möchten fürs Klima, dann kaufen Sie einfach torffreie Erde. Wir bieten natürlich auch ganz viel Wissen für unsere Privatpersonen oder auch für die Gemeinden. Und das ist einerseits natürlich Information in Form von Broschüren und Infoblättern. Wir haben auch ein Newsletter, verschiedene Videotipps, auch Beratung am Natur im Garten Telefon, wo Sie anrufen können. Sie haben hier unten die Telefonnummer und wann die Kolleginnen und Kollegen erreichbar sind. Wir haben auch ein breites Bildungsangebot, sei es mit Seminaren, mit Vorträgen, mit Kursen, jetzt in Tulln zum Beispiel oder auch in den Regionen Niederösterreichs. Wir bieten aber auch Webinare an, die Sie auch wieder über das Internet zuschauen können. Ja, die Auszeichnung mit der Natur im Garten-Plakette, habe ich schon kurz erwähnt, ist nicht nur in Niederösterreich möglich, sondern auch in den anderen Bundesländern. Wenn Sie da Interesse dran haben, einfach kurz beim Gartentelefon anrufen. Ja, wir haben auch ganz viele Partnerbetriebe und Betriebe, die mit dem Natur im Garten Gütesiegel ausgezeichnet wurden. Das sind mittlerweile über 40 Betriebe und wir haben über 300 verschiedene Gütesiegelprodukte zu jeglichem Thema, sei es jetzt zum Beispiel zu torffreien Erden, aber auch zu Düngemitteln oder zu Pflanzenschutzmitteln oder zu Pflanzenstärkungsmitteln. Ja, nicht zu vergessen natürlich unsere Schaugärten und dieses geballte Gartenwissen finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite unter www.naturimgarten.at. So, also nur ein kurzer Überblick, wer wir sind, was wir tun und dann steigen wir auch schon in unser heutiges Thema ein. Maulwurf oder Wühlmaus? Die erste Frage, die Sie sich im Garten stellen sollten, ist, wer ist denn da? Also deswegen möchte ich jetzt auch in den nächsten Folien diese beiden Tiere ein bisschen näher beleuchten, einfach um zu wissen, es ist immer wichtig im Pflanzenschutz zu wissen, wen habe ich da, wen möchte ich da vertreiben. Und beginnen möchte ich mit unserer Wühlmaus. Und die bei uns am häufigste vorkommende Wühlmaus ist die Ostschermaus, die Sie da am Bild sehen. Diese Wühlmaus zählt zu den Nagetieren. Sie ist sehr scheu, also man wird sie an der Erdoberfläche eher selten sehen, weil sie hauptsächlich natürlich unterirdisch in ihrem weitverzweigten Gangsystem lebt. Oberirdisch findet man sie nur dann bei der Paarungszeit oder wenn sie auf Wanderung ist. Vom Fell her, also so rötlich-braune Fellfärbung ist ganz typisch, kann auch ins Schwärzliche gehen oder auch ins Grauschwarze. Sie hat zwei kleine Öhrchen, die ganz flach am Körper liegen und auch der Kopf geht eigentlich sehr direkt in diesen massigen Körper über. Die Wühlmaus wird circa 12 bis 22 cm lang.
Und ganz typisch oder ein sehr typisches Erkennungsmerkmal ist der Schwanz. Und zwar der Schwanz wird maximal oder circa halb so lang wie die Körperlänge. Also an dem kann man die Wühlmaus sehr gut erkennen. Die Wühlmaus ist tag- und nachtaktiv und hält auch keinen Winterschlaf. Das heißt, sie kann eigentlich das ganze Jahr über im Garten auftreten. Ja, hier sehen Sie ein bisschen einen Einblick in das Gangsystem einer Wühlmaus. Was ganz typisch ist, die Gänge sind meist sehr oberflächennah. Sie sind nicht direkt in der Grassode, sondern etwa so 3 bis 10 Zentimeter unterhalb. Und man wird da auch keine Wurzeln in den Gängen finden. Also die sind alle abgeknabbert. Und vom Gang her, ich hoffe, Sie sehen das gut, ich versuche das auch mit diesem roten Punkt nochmal zu markieren, der Durchmesser ist hochoval. Im Vergleich zum Maulwurf, der wäre dann breit oval, das wäre dann eher in die Richtung. Und die Gänge sind maximal 8 cm breit. Die Gänge können bis zu 1 Meter in die Tiefe gehen, ist aber sehr selten. Also sie sind, also die Wühlmäuse sind doch relativ oberflächennahe. Wo finde ich solche Gänge? Natürlich in den Gärten, in den Wiesen, in den Streuobstwiesen, auch in den Feldern. Der Wühlmaushaufen ist im Vergleich, also ich habe auch hier Bilder mitgenommen, also ganz typisch ist diese Wellenform. Und ich habe immer kleine Wühlmaushäufchen, im Prinzip wesentlich kleiner als wir beim Maulwurf. Und der Eingang ist immer seitlich. Ich werde Ihnen dann im Vergleich auch noch eine kleine Schema-Darstellung auch vom Maulwurf zeigen, einfach nur zum Vergleich. Wenn dieser Gang jetzt bewohnt ist und ich öffne den, dann wird der binnen weniger Stunden auch wieder geschlossen werden. Jetzt nochmal zum Vergleich der Maulwurfshügel. Also hier sieht man da diese fast Vulkanform und der Gang oder die Öffnung würde genau in der Mitte liegen. Man hat früher gemeint, dass Maulwurf und Wühlmaus verschiedene Gänge benutzen, dem ist leider nicht so. Also auch der Maulwurf kann genauso in den bestehenden Wühlmausgängen nach Nahrungssuche gehen, beziehungsweise auch umgekehrt. Ja, was frisst jetzt so eine Wühlmaus? Angefangen jetzt von Wurzeln von Obstbäumen, auch die Rinde von Obstbäumen, speziell im ausgehenden Winter, wenn sie sonst nichts finden, kommen sie dann auch auf die Oberfläche und knabbern dann an der Rinde. Sie fressen natürlich auch gern Knollen, Blumenzwiebel, Wurzelgemüse, Fallobst, auch die Wurzeln von Beeren, Sträucher und Ziergehölzen werden dann auch gerne angeknabbert. Rasengräser werden auch angeknabbert. Sie liebt anscheinend die Quecke und mit der Quecke wird auch gern das Nest ausgepolstert. Auch Klee und Löwenzahn wird gerne gefressen und wenn sie wirklich nichts mehr findet, also wirklich in Ausnahmefällen, frisst sie auch kleine Insekten oder andere wirbellose Tiere. Aber eher die Ausnahme. Ja, hier sehen Sie auf den beiden Bildern einen typischen Schaden, den die Wühlmaus anrichtet. Kann natürlich auch verwechselt werden mit anderen Mäusen, die an der Rinde oder an den Wurzeln knabbern. Mit Insekten eher nicht. Insekten machen typische Einbohrlöcher. Also mit ihnen kann man es eher nicht verwechseln. Wenn sie sich nicht ganz sicher sind, dann achten sie einfach auf die Nagespuren. Die Wühlmaus hat 2 bis 3 Millimeter breite paarige Nagezähne, also an dem könnte man das eigentlich ganz gut identifizieren. Ja, was tun? Was tun, wenn jetzt die Wühlmaus bei uns in den Gärten ist? Und da ist immer ein guter Tipp, Nützlinge fördern. Also es gibt sehr, sehr viele Tiere, die sich von diesen Mäusen ernähren. Angefangen von Hermelin, Mauswiesel, Marder, aber auch Schlangen, Greifvögel,
Katzen, Hunde und auch der Wühlmaus. Bei Schlangen hat mir eine Kollegin erzählt, sie hatte in ihrem Garten eine Escolapnatter. Und die ist richtig auf die Jagd gegangen nach diesen Mäusen. Also die ist richtig in diese Gangsysteme hineingekrochen und hat dort Jagd auf die Mäuse gemacht. Da sind wir wieder bei dem Thema einfach Vielfalt bieten. Jetzt ist mir schon klar, dass es vielleicht für Greifvögel der Garten sicher zu klein ist, aber was ich natürlich machen kann, wären so Steinhaufen. Also das muss nicht so schön aufgeschlichtet sein wie hier in dem Bild rechts oben, aber hier verstecken sie einfach sehr viele Tiere und sehr viele nützliche Tiere. Oder auch so Altholzhaufen. Mit denen kann ich auch sehr viele Tiere bei mir in den Garten holen. Hier links sehen Sie Aufsitzstangen für Greifvögel. Auch das sieht man wahrscheinlich immer mehr, auch in der Landschaft, um Greifvögeln einfach einen Aufsitz zu ermöglichen, dass sie einfach auf Beutejagd gehen können. Speziell auch dann in der Nacht, also sehr viele Eulen ernähren sich ja auch von Mäusen und die jagen dann in der Nacht und die nutzen diese Aufsitzstangen. Was kann ich noch tun? Wühlmäuse und auch Maulwürfe haben einen sehr guten Geruchs- und Gehörsinn. Das heißt, ich kann natürlich versuchen, mit unterschiedlichen Gerüchen diese Wühlmäuse zu vertreiben. Das funktioniert in manchen Gärten sehr gut, in anderen wieder weniger. Und das hat was mit dem Boden zu tun. Und zwar, wenn ich einen sehr sandigen oder durchlässigen Boden habe und ich erschütte jetzt zum Beispiel diese Jauche hinein, dann verflüchtigen sich diese Gerüche sehr schnell. Habe ich jetzt einen bindigen, einen tonigen Boden, dann funktionieren diese Jauchen sehr gut und legen sich also verbreiten sich einfach über dieses Gangsystem beziehungsweise legen sich dann auch teilweise auch rund um die Wurzeln an und werden dann von den Wühlmäusen nicht angeknabbert. Was man natürlich auch immer probieren kann, sind Menschenhaare, Tierhaare oder auch Lavendelöl und die auf dem Wattepad oder auf der Wattekugel teufeln und diese Kugel in die Gänge geben, gut wieder zumachen oder alles, was stinkt, also auch Zwiebelbrühe, vergorene Buttermilch kann ich auch probieren. Wie gesagt, hilft bei manchen sehr gut, andere haben dann nicht so eine gute Erfahrung gemacht. Bei den Geräuschen ist es so, dass die auch tief und auch in die Gänge gehen müssen. Also Sie können da gerne Eisenstangen eingraben, die sollten circa 50 cm tief sein und da mit einem Hammer oft und ganz wichtig in unregelmäßigen Abständen draufschlagen. Alles, was regelmäßig ist, an das gewöhnen sich die Tiere. Also diese Geräte, die den Schall erzeugen, die man oft kaufen kann, die funktionieren irgendwann nicht mehr, weil sie einfach die Tiere dran gewöhnt haben. Auch Pflanzen zur Abwehr, auch hier gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen und Rückmeldungen zu uns. Bei manchen hilft es sehr gut, bei anderen haben wieder weniger gute Erfahrungen gemacht. Also diese kreuzblättrige Wolfsmilch wird auch Mäusebäumchen genannt, dass die einfach zum Beispiel zwischen den Gemüsepflanzen gesetzt wird, weil die giftigen Wurzeln dann nicht angeknabbert werden. Oder auch Knoblauch und Kaiserkronen. Also man kann das gern probieren. Wie gesagt, bei manchen funktioniert es sehr gut, bei manchen wieder weniger. Sehr gute Rückmeldungen von Obstbauern haben wir zur Gründüngung erhalten. Und zwar wird die Gründüngung zwischen den Obstzeilen angebaut. Ganz eine bunte, vielfältige Gründüngung, auch mit Malven oder auch anderen Pflanzen drin, um einfach diesen Wühlmäusen im Winter auch andere Wurzeln anzubieten. Also, dass sie dann lieber die Pflanzen fressen und dadurch auch die Wurzeln der Obstbäume in Ruhe lassen. Also da haben wir sehr gute Rückmeldungen jetzt von Obstbauern erhalten, dass das sehr gut funktionieren soll. Weil ich gerade im Chat gelesen habe, helfen
gequetschte Samen von Kümmel, Anis, Fenchel. Kann man natürlich versuchen, also ich würde mir sehr freuen, also im Prinzip alles, was sehr stinkt, was unangenehm ist, kann man gerne versuchen, in diese Gänge hineinzugeben. Ja, Wurzelschutz ist natürlich auch ein großes Thema. Da habe ich auch eine eigene Folie für Sie vorbereitet. Und zwar, dass man die Wurzeln einfach mit einem Drahtgitter schützt. Es gibt spezielle auch schon Drahtkörbe, die man kaufen kann, oder man kann sich das auch natürlich selber zurechtbiegen. Wichtig ist, dass das Gitter sehr gut ineinander verflochten ist, dass die Maus da nicht hineinkommt, beziehungsweise auch oben hin, dass das hochgezogen wird und auch zum Baumstamm gebogen wird, dass die Maus nicht von oben hineinkommt. Aber wichtig, nicht direkt an den Baumstamm anbinden, sondern Sie müssen bedenken, der Baum wächst, ja, und er wächst auch in die Dicke, dass es da nicht zu Verwachsungen, zu Einschnürungen kommt. Also da schon gut zumachen, aber nicht zu schnüren, dass der Baum dadurch verletzt wird. Was ich natürlich auch machen kann, sind eigene Wühlmauszäune. Ist sehr aufwendig, muss ich dazu sagen. Also die sollten dann circa 80 cm tief im Boden gegraben sein und circa 60 cm oberhalb, also über der Erdoberfläche. Da ist aber ganz wichtig, keine Eingänge zu machen, weil sonst kommt ja auch die Maus wieder hinein. Das heißt, ich müsste jetzt jede, wenn ihr da drin einen Gemüsegarten habt, ich müsste die Scheibtruhe immer oben drüber heben, was halt dann auch mit der Zeit sicher mühsam wird. Mäuse an sich kann ich dadurch nicht abhalten, also die würden wahrscheinlich oben drüber kraxeln, und ich halte natürlich auch andere Nützlinge davon ab, dadurch zu kriechen. Also ich denke da zum Beispiel auch an den Igel, der kann dann halt da auch nicht hinein. Die Drahtkörbe einfach gibt es im Internet zu kaufen, da einfach mal durchschauen, beziehungsweise einfach ein Wühlmausgitter kaufen und sich so einen Korb selber zusammenbasteln. Also das kann man sehr gut machen. Und auch ganz wichtig, einen Wühlmausschutz im Hochbeet machen, also ganz unten am Boden. Ich versuche das da auch kurz zu zeigen mit dem roten Punkt. Bevor ich mit dieser Schichtung beginne, sollte auch ein Wühlmausgitter im Hochbeet eingelegt werden, das auch 15 cm in die Höhe gezogen wird, dass auch da keine Wühlmaus in mein Hochbeet kommt. Nur mal ganz kurz retour zu den Obstbäumen. Wenn Sie die Baumscheiben mulchen und Sie haben ein Problem mit Wühlmäusen, dann bitte die Mulchschicht nur ganz dünn auftragen und auch da immer regelmäßig kontrollieren. Ja, wenn es jetzt wirklich ein sehr starkes Auftreten von Wühlmäusen bei Ihnen im Garten da ist, vorhanden ist, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Wühlmausfallen aufzustellen. Und zwar gibt es diese Kastenfallen hier ganz links im Bild, dann diese Topcat, die funktioniert im Prinzip wie eine Guillotine, oder diese Drahtfallen. Diese Drahtfallen rechts im Bild werden sehr gerne in der Landwirtschaft auch verwendet und haben da eigentlich einen sehr guten Erfolg. Problem bei Tieren ist halt nur, dass auch der Maulwurf damit abgefangen wird. Also wenn Sie Fallen einsetzen möchten, dann wirklich nur kurzzeitig, entweder im Spätherbst oder auch im zeitigen Frühjahr. Vorsicht bei dieser Topcat. Sie sehen, das steht über der Erdoberfläche heraus. Man sieht auch da dieses kleine Häkchen, das zeigt dann an, ob die Falle ausgelöst wurde oder nicht. Problem dabei ist, dass ich diese Falle natürlich auch aus dem Boden herausziehen kann. Wenn ich jetzt kleine Kinder habe oder auch im öffentlichen Raum, sind diese Fallen nicht zu empfehlen. Und zwar habe ich da ein sehr hohes Verletzungsrisiko. Also so ein kleiner Kinderfinger kann dann schon wirklich sehr stark verletzt werden. Also wenn Sie kleine Kinder haben,
oder auch im öffentlichen Raum, dann verwenden Sie diese Falle nicht. So eine Kastenfalle, die hätte ich auch mit, die würde ich Ihnen gerne zeigen. Ich hoffe, ich kann das jetzt kurz stoppen. Ja, und zwar, das ist so eine Kastenfalle. Man gibt hier unten hinein einen Köder. Das kann jetzt zum Beispiel ein Sellerie sein, das könnte aber auch eine Löwenzahnwurzel sein. Und dann spanne ich diese Falle. Also ich versuche das zu zeigen. Also das wird hier gespannt. Und die Maus kraxelt dann hier hinein und löst den Mechanismus aus und wird dann gefangen. Ganz wichtig, wenn Sie diese Fallen anwenden möchten, bitte immer gut Handschuhe tragen oder diese Fallen zuerst in die Erde eingraben oder in den Kompost eingraben, damit der menschliche Geruch einfach weggeht. Sonst wird die Wühlmaus sich da einfach vorbeigraben, beziehungsweise auch den Gang, das wird ja eingegraben direkt in den Gang, da auch wieder gut schließen, also gut mit Erde bedecken, dass auch da kein Licht hinscheint, weil sonst wird sich da auch die Maus vorbeizwängen, die Wühlmaus. Also natürlich, die Tiere sind auch schlau und möchten da nicht gefangen werden. Vorsicht, wenn Sie Lebendfallen anwenden möchten. Die sind wirklich sehr grausam für die Tiere, weil es sehr eng ist. Die Tiere bekommen Panik. Sie verdursten im Prinzip jämmerlichst. Also wenn Sie Lebendfallen anwenden möchten, dann sollten die tags sowie nachts alle 2 bis 3 Stunden dann auch kontrolliert werden, ob jetzt eine Wühlmaus oder ein Maulwurf sich da drin verfangen hat. Ich möchte an dieser Stelle auch hier kurz das österreichische Tierschutzgesetz kurz zitieren, und zwar in Paragraph 6 sowie in Paragraph 222 Absatz 3 des Strafgesetzbuches ist das Töten von Wirbeltieren ohne vernünftigen Grund, sodass auch hier nur in besonderen Fällen eine Tötung erlaubt ist, verankert. Des Weiteren ist auch im Paragraph 5 des Tierschutzgesetzes niedergeschrieben, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leid oder Schäden zuzufügen oder in schwere Angst zu versetzen, dass das ausdrücklich verboten ist. Also wirklich, wenn Sie ein Problem haben mit Wühlmäusen, dann versuchen Sie zuerst diese mit Gerüchen oder mit Geräuschen zu vergrämen oder halt auch durch Nützlinge diese abzufangen. Das zweite Tier, das wir uns natürlich heute noch anschauen, ist der Maulwurf. Auch der Maulwurf ist ein Säugetier und ist ein Insektenfresser. Er ist eine Spur kleiner als wie die Wühlmaus, also ca. 10 bis 17 cm groß, hat ein schwarzes, samtiges Fell, das keinen Strich hat. Also er kann vorwärts sowie rückwärts sehr gut laufen. Er hat kleine Augen und kleine Ohren, die dann auch im Fell versteckt sind. Eine rüsselartige Schnauze und spitze kleine Zähnchen. Der Maulwurf wurde auch vom Naturschutzbund Österreich zum Tier des Jahres 2020 gewählt. Hier zum Vergleich nochmal ein Schema von einem Maulwurfbau. Also Sie sehen hier diese vulkanartigen Haufen, die er aufwirft durch seine Grabetätigkeiten. Die Gänge sind die meisten so in einer Tiefe bis 30 cm. Teilweise auch tiefer, so 50, 60 cm, selten bis 1 Meter. Diese tieferen Gänge benutzt er einerseits im Winter, aber auch im Sommer bei großer Trockenheit. Ich habe Ihnen auch hier nochmal ein Foto von der linken Vorderhand mitgebracht. Also hier sieht man schön diese Grabschaufel. Und auch der Maulwurf, wenn Sie sich das jetzt vorstellen, der schwimmt im Prinzip durch die Erde. Also dadurch auch dieses Breit. Ähm,
Ja, diese Gänge sind natürlich einerseits zur Nahrungsaufnahme gedacht. Er macht sich auch hier eine Nesthöhle, die dann auch schön ausgepolstert wird mit Moos, mit Laub. Diese Nestkammern dienen einerseits natürlich als Ruheplatz oder auch zur Aufzucht der Jungen oder auch zur Lagerung von Nahrung. Ja, neben einem Hauptnest gibt es dann auch meist weitere Zusatznester und die Nahrungsgänge verlaufen meist dann auch kreisförmig um dieses Nest herum. Ganz wichtig zu wissen, der Maulwurf lebt ausschließlich von tierischer Nahrung. Also es kann schon sein, dass durch diese Grabetätigkeiten Wurzeln beschädigt werden. Er frisst aber keine Wurzeln, er frisst ausschließlich tierische Nahrung. Hauptsächlich Regenwürmer, aber sie sehen da auch viele Schädlinge dabei. Also angefangen von Drahtwürmern, aber auch Rüsselkäferlarven, Schnecken, junge Wühlmäuse oder auch Schnakenlarven. Also der Maulwurf ist wirklich ein wichtiger Nützling in unseren Gärten, weil er einfach total viele Schädlinge frisst. Er hat eine hohe Stoffwechselrate, das heißt, er muss täglich im Prinzip die Menge an Beute zu sich nehmen, die seinem eigenen Körpergewicht entspricht. Und wenn man sich da mal ausrechnet, so ein 100 Gramm schwerer Maulwurf frisst dann pro Jahr zwischen 20 und 30 Kilogramm Insekten. Also das ist schon ein Riesenberg, den er da vertilgt und das nützt uns natürlich auch im Garten. Und ich sage immer, also wer einen Maulwurf im Garten hat, kann stolz sein, weil passt einfach auch die Biodiversität. Da findet er auch viel zum Fressen und diese Maulwurfshügel sind eher ein optisches Problem. Wenn ich ihn jetzt doch vertreiben möchte, dann kann ich im Prinzip genau dasselbe machen wie bei der Mühlmaus. Also auch mit Gerüchen, also alles, was stinkt, angefangen von Holunderblätter, Jauche oder auch Thujenzwerge oder Fischköpfe oder auch wieder diese Lavendelöl getränkten Wattekugel kann ich da hineingeben. Auch wieder über Geräusche, also auch ganz ähnlich wie bei der Wühlmaus kann ich da verschiedene ja, Geräuschkulissen im Prinzip erzeugen. Wichtig halt auch hier wieder, es muss unregelmäßig sein. Und ich habe Ihnen auch ganz unten Betritt hingeschrieben. Also man sieht es hier auf der Gartentour eigentlich immer ganz schön. Im Frühjahr sind die Wiesenflächen teilweise sehr gut übersät von Maulwurfshügeln und sobald eigentlich die Gäste wieder aufs Gelände kommen, verschwinden die. Also dieses Betreten mögen sie überhaupt nicht. Oder auch wenn sie im Garten zum Beispiel Kinder haben und die laufen dann im Frühjahr raus, dann Fußball spielen, dann Ball spielen, auch da wird dann der Maulwurf sich einfach ein anderes Revier suchen. Ja, ein kleiner Natur im Garten-Tipp am Rande und zwar diese Löcher und Gänge bitte nicht zuschütten. Ich habe gesagt, oder ich habe Ihnen vorher erzählt, dass der Maulwurf diese Gänge mehrmals täglich am Tag abläuft zur Nahrungssuche. Wenn Sie die jetzt zuschütten, wird er Ihnen wahrscheinlich nebenbei wieder einen neuen Haufen machen, damit er seinen Gang frei hat. Sie können die Erde einerseits oberflächlich verteilen oder Sie können auch die Erde verwenden zum Befüllen von Blumenkisteln, von Blumentöpfen oder auch als Anzuchterde eignet sich diese Maulwurfshügelerde sehr gut. Ein weiterer Vorteil oder auch was man bedenken kann, ist natürlich, wenn ich eine geschlossene Wiesen- oder Rasennarbe habe und ich habe jetzt da wieder offene Flächen, auch hier können sich wieder neue Pflanzen ansiedeln. Und auch für die Wildbienen sind diese offenen Flächen eigentlich sehr gut und sehr wichtig. Ja, es ist immer die Frage natürlich, Nützling oder Schädling. Ich habe versucht, auch Wühlmaus sind ganz wichtig im Ökosystem. Sie sind einfach wichtige Glieder in der Nahrungskette, also die Natur macht ja nichts umsonst. Beide durchlüften den Boden, bringen auch Sauerstoff in tiefere Bodenschichten. Es ist ganz wichtig, wenn ihr ein sehr ja,
tonigen Boden habe oder ich habe einen verdichteten Boden, dann können beide, also sowohl Wühlmaus als auch Maulwurf, da den Boden gut durchlockern, gut durchlüften. Sie schaffen beide auch durch ihre Wühltätigkeiten einfach neue Lebensräume und sie bringen auch natürlich auch die Wühlmäuse Pflanzensamen und ganz wichtig, der Maulwurf frisst ganz, ganz viele Schädlinge. Also beide sind wirklich wichtig für unser Ökosystem, für die Nahrungskette und haben somit auch einen Platz im Ökosystem. So, dann bin ich im Prinzip am Ende meiner Präsentation und ich sehe, dass noch keine weiteren Fragen im Chat aufgetaucht sind. Also wenn Sie Fragen haben, dann bitte einfach kurz stellen. Ich habe Ihnen auch noch kleine Literaturempfehlungen auch mitgebracht. Ich versuche das auch wieder gut zu zeigen. Moment. Und zwar gibt es von Natur im Garten diese Infoblätter. Ich werde die auch die Adresse dann nachträglich noch in den Chat hineinschreiben. Die können Sie sich kostenlos runterladen, einmal für den Maulwurf und einmal für die Wühlmaus. Da haben Sie alle Infos auch noch einmal zusammengefasst. Und wenn Sie Interesse haben an einem Naturgarten, was da so drinnen sein soll, gibt es ein ganz tolles Buch. Das ist erschienen im AV Verlag. Es heißt Mein Weg zum Naturgarten. Und stellt einfach verschiedenste Gestaltungselemente vor, wie die ökologische Pflege passieren kann. Also auch ein tolles Buch für den Bereich Gartengestaltung und dann speziell zum ökologischen Pflanzenschutz gibt es auch wieder ein Buch im AV Verlag erschienen, wo auch Pflanzenschutz im Naturgarten beschrieben wird. So, dann freue ich mich auf Ihre Fragen. Ein Herr schreibt auf jeden Fall mal. Ja, sehr gut. Also Fragen sehr gerne, wenn die Fragen auch später wieder auftauchen. Ich versuche nochmal die Bildschirmpräsentation einzublenden, damit Sie hier nochmal sehen. Also bei Fragen einfach das Natur im Gartentelefon auch anrufen oder auch gerne ein E-Mail schicken, wo Sie auch Fotos zum Beispiel dabei mitschicken können, wenn Sie Pflanzen bestimmen möchten oder auch Tiere, die Sie im Garten gefunden haben. Also bitte, bitte gerne da sich ans Gartentelefon zu wenden. Das wäre die erste Frage, dann wann die Paarungszeit? Paarungszeit. Also die Wühlmaus kann sich bis zu 4-mal im Jahr paaren, meist zwischen April und Oktober. Tragezeit circa 21 Tage und so normalerweise bis zu 5 Jungen. Es können in Ausnahmefällen auch mehr sein. Also wenn es wirklich ein gutes Wühlmausjahr ist, dann kann die Anzahl schon explodieren, kann man sagen. Mhm. So, dann warten wir auf die nächste Frage. Ansonsten, Sie sehen hier unsere Broschüren und Infoblätter, also da gibt es angefangen von Ameisen, also von A wie Ameise, wie W wie Wühlmaus, also die unterschiedlichsten Infoblättern, die kann man sich herunterladen. Ich stelle auch gleich am besten die zwei Adressen hinein in den Chat. Ich hoffe, das funktioniert auch jetzt gut. So, das wäre einmal das Thema der Maulwurf. Und das untere wäre dann die Wühlmaus. Die Wühlmaus. So, dann haben Sie gleich den Link dazu und können direkt, so, jetzt hat es funktioniert, direkt auch hineinschauen. Es war die Frage, wo haben Wühlmäuse ihr Nest? Das Nest bauen sie
eigentlich im Gangsystem. Da gibt es aber auch meist ein Hauptnest und dann verschiedene Nebennester, die da benutzt werden. Dazwischen kam schon die Frage, wie schnell Wühlmäuse geschlechtsreif sind. Ja, Tragezeit sind die 21 Tage, die werden dann noch einige Wochen gesäugt und dann relativ schnell auch wieder von der Mutter hinausgeworfen. Also die sind binnen weniger Monate dann auch geschlechtsreif und können sich dann auch wieder fortpflanzen. Die nächste Frage, wenn keine Wühlmaus in die Falle geht. Kann natürlich daran liegen, dass sie den Geruch von ihnen wahrnimmt und dadurch gleich alarmiert ist und weiß, das ist eine Falle und da gehe ich nicht hinein. Sie können, wie ich vorhin erzählt habe, versuchen, den 14 Tage oder mehrere Wochen diese Falle auch in Kompost einfach mal einzugraben oder auch in die Erde einzugraben, damit die Falle einfach den menschlichen Geruch verliert. Was natürlich auch sein kann, ist die Falle einfach mal umzudrehen, dass die Maus einfach von der anderen Seite kommt. Und ganz wichtig, immer auch einen schmackhaften Köder hineingeben und auch wieder gut zuschütten. Also, dass da wirklich kein Licht hineinkommt, weil sonst zwängt er sich natürlich neben der Falle vorbei. Ich lese jetzt gerade die Frage von David. Naja, das Problem mit den Lebendfallen habe ich eh versucht zu erklären. Also wenn Sie Lebendfallen verwenden, bitte regelmäßig und da wirklich auch in der Nacht alle 2, maximal 3 Stunden kontrollieren, dass nicht das Tier da elendigst verendet in diesen Fallen. Ich würde Ihnen empfehlen, einfach mit Gerüchen und Geräuschen zu vergrämen, dass er sich einfach ein anderes Revier sucht. Genau, als Köder kann man natürlich Pastinakenstücke verwenden für die Wühlmaus in den Kastenfallen. Ich kann aber auch Karotte, ich kann Sellerie verwenden, ich kann Löwenzahn verwenden. Also was ich habe. Also da kann man sicher viel machen. Ja, Handschuhe ist ganz wichtig, wenn Sie diese Wühlmausfallen angreifen, dass Sie ja Handschuhe tragen, damit einfach Ihr Geruch nicht auf die Falle hinaufkommt. Genau. So. Gibt es noch gerne weitere Fragen? Dann würden wir noch kurz einen Augenblick warten. Sie jetzt niemand mehr tippen, vielleicht hat sich auch das meiste schon ergeben. Jetzt schreiben doch noch wer. Ja, also gerne noch Fragen stellen. Wie gesagt, ich bleibe noch gern da und beantworte die. Ich lese jetzt gerade die Frage von der Frau Auer. Da ist noch ein Satz dazu. Soll man sie zuschütten? Ich vermute mal, also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich vermute mal, sie verwenden so eine Kastenfalle. Die muss ich natürlich im Gang eingraben und da wieder zuschütten. Also wirklich wieder gut dicht und wie soll ich sagen, blickdicht, dass kein Licht hineinkommt in die Gänge. Also das ist schon ganz wichtig. Also dort schon wieder zuschütten und am besten mit an Stöckchen einfach markieren, wo sie die Falle eingegraben haben, weil sonst wissen sie es dann vielleicht nicht mehr. Also eine lustige Geschichte noch von der Gartentulen. Also wir haben auch in den Anfängen große Wühlmausprobleme gehabt und haben sehr viele Kastenfallen natürlich eingegraben und alle schön markiert mit den Stöckchen und dann ist eine Kollegin am nächsten Tag kommen und die hat nicht gewusst, dass wir diese Fallen eingegraben haben und hat alle Stöckchen wieder abgesammelt. Das heißt, es sind sicher im Gelände viele Kastenfallen jetzt vergraben und verrotten dort.
Der Herr Scheuermann hat dann auch geschrieben, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Frage ist oder eine Anmerkung, Genau. Vorratsgänge schnell verschlossen werden durchführen, um Maulwurf zu schonen. Auf jeden Fall die Gänge vorher testen, speziell die Wühlmaus, wenn sie da ist, wird ihren Gang sehr schnell wieder zustopfen. Also binnen weniger Stunden wird der wieder dicht sein. Also sie ist nicht scheu im Prinzip und wird den auch gleich wieder zumachen. Also das ist sicher ein guter Tipp, dass man die Gänge mal schaut, ob die überhaupt bewohnt sind, weil sonst grabe ich da meine Kastenfalle ein und dann kommt nichts und ist eigentlich nicht fängig dann. Genau. Ja. Dann warten wir vielleicht noch ein paar Minuten, falls noch Fragen auftauchen. Ansonsten natürlich auch immer gerne auf unsere Webseite schauen, beziehungsweise ja, ans Gartentelefon richten. Ich schreibe Ihnen vielleicht auch im Chat nochmal unsere Webseite hinein. Genau, da können Sie dann schauen. Und ja, während die Teilnehmer noch schreiben. Wir können uns auf jeden Fall schon mal bedanken für die Teilnahme heute bei jenen, die uns schon verlassen jetzt. Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung, für die vielen Fragen. Auch, dass so zahlreiche Personen dabei waren, ist immer am schönsten, weil das Ganze soll ja auch interaktiv sein, wenn Sie da mitmachen. Super. Genau. Ansonsten, Sie können auch herzlich mal vorbeikommen zur Gartentulln. Wir haben ja seit Freitag wieder geöffnet. Mal einen schönen Tagesausflug machen. Freuen wir uns auch sehr. Genau. Wenn Sie gerne auch an den Webinaren teilnehmen möchten, noch kurz Werbung in eigener Sache. Wir haben natürlich auch unseren täglichen Gartentipp als Kurzwebinar und dann teilweise Webinare, die auch eine Stunde dauern. Also auch hier können Sie sich natürlich Informationen holen zum Thema Naturgarten. Ich werde auch hier die Adresse noch schnell hineinstellen in den Chat. Vielen Dank. Jetzt lesen wir da gerade noch, vor 2 Jahren mit Knoblauchzehen durchschlagenden Erfolg. Heuer gibt es bisher noch keine Mäuse. Also die Knoblauchzehen dürften offenbar gut funktionieren. Ja, also alles, was stark riecht, auch Krähen kann teilweise helfen. Also auch ein Kollege schwört drauf, wenn er Obstbäume setzt, Krähen und Knoblauchzehen rundherum einzusetzen. Also er hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, auch diese Tiere sind Individuen. Manche stört es überhaupt nicht, andere stört es total. Also einfach ausprobieren. Vieles ausprobieren und dann auch gerne rückmelden. Also wir freuen uns natürlich auf einen Erfahrungsaustausch mit Ihnen, was gut funktioniert hat, wo Sie auch vielleicht weniger gute Erfahrungen gemacht haben. Nur angedrückt. Okay, ja, einfach, es stinkt wahrscheinlich. Es findet die Wühlmaus jetzt total unangenehm und geht dann dort auf die Wurzeln nicht. Sie haben den Knoblauch nur in den Gängen gegeben, ja. Also auch das, alles was wirklich unangenehm riecht, mag die Wühlmaus nicht. Ist ein guter Tipp, Dankeschön dafür. Also
werde ich auch gern weitergeben. Ja, natürlich. Auch das ist natürlich auch sehr positiv von Wühlmaus und Maulwurf, dass sie einfach den Boden lockern, den Boden durchlüften, belüften, dass sie Sauerstoff einfach reinbringen. Es ist natürlich der Maulwurf zu bevorzugen als für die Wühlmaus, aber beide haben auch diesen Vorteil. Also sie sind nicht nur schädlich, sondern sie haben auch ihren Nutzen. Wunderbar. Ich darf auch noch ganz kurz ankündigen, bei uns gibt es nämlich auch morgen schon unser nächstes Webinar. Vielleicht kennen Sie jemanden, der auch mit den Teilnehmern, der noch nicht so viel Erfahrung mit IM hat und so ein bisschen ein Einsteiger-Webinar gern machen möchte. Das wird morgen um 18:30 Uhr stattfinden. Und wenn es dann, glaube ich, keine Fragen mehr gibt, dann darf ich mich auch bei Ihnen nochmal herzlich bedanken, dass Sie auch für die Geduld mit dem letzten Mal, dass Sie es nochmal auf sich genommen haben. Und es war wirklich ein tolles Webinar und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend in dem Sinn. Ja, von meiner Seite her nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Vielleicht ergibt es ja, dass man vielleicht ein zweites noch machen. Genau, vielleicht haben auch die Teilnehmer noch irgendeinen Genau, also wenn es Tipp für Fragen uns. gibt oder auch Themen, Genau. würde ich einfach Sie bitten, einfach das zu sammeln und ja. Genau, das können Sie gerne auch an unsere E-Mail-Adresse schicken, an marketing@multikraft.at. Da stelle ich jetzt auch noch mal kurz rein, wenn es Themen gibt, Anregungen, wo wir noch mal eine Zusammenarbeit auch mit Natur im Garten machen können, dann wäre das auf jeden Fall auch toll. Und in dem Sinne Ja, würde dürfen mich wir uns sehr freuen. verabschieden. Vielen Dank für die Teilnahme und einen schönen Abend Vielen noch. Dank, ja, auch von meiner Seite. Schönen Abend und alles Gute, bleiben Sie gesund.